Ja, hallo Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von No Man's Sky. Und ja, wir werden heute mal der Mission wieder folgen, Koordinaten des Fremden. Und mal gucken, was uns da erwartet, war. Wir waren hier auf der Raumstation, ich glaube, wir haben schon sämtliche Sachen verkauft, die wir so hatten. Die unnötig sind, wir haben auch viel Eisen, wir müssten mal sehen, dass wir das auch irgendwann mal verarbeitet bekommen oder das erstmal verkaufen, obwohl es sehr schade wäre. Ist eine ganze Menge Eisen, aber wir fliegen jetzt erstmal runter und gucken mal, wo wir da hin müssen. Und... ja, ab zum Fremden, wa? Mal sehen. So, mal sehen, ob wir da durchgeflogen kommen oder ob die Raumschiffe uns da stören wieder mit unserem Hyperantrieb. Ah, sie stören uns. Gut, können wir nicht mit dem Hyperantrieb durchfliegen. Immer noch Schiffe in der Nähe. So, weiter geht's. Finde ich auch doof. Warum kann man nicht durch andere Raumschiffe fliegen, ja? So, sind wir ja gleich da. Die sind ja richtig ratzifatzi hier. So, auf zum Landen. Eintritt in die Atmosphäre. Was waren das für Planeten? Ich weiß es gar nicht mehr. War das unser schöner roter Planet? Hab jetzt privat selber weitergespielt auf meinen Account, auf meinem anderen Spiel und weiß gar nicht mehr, wo wir hier waren. Nee, das ist nicht der schöne rote Planet, das ist ein anderer roter Planet, oder? Oder? Sieht auf jeden Fall anders aus, wenn ich die Bilder so in Erinnerung habe, die ich die letzte Zeit gemacht habe als Thumbnail. Ein anderes Raumschiff. Naja, dann mal gucken. Was haben wir denn hier? Durch Reparatur des beschädigten Komponenten öffnen. Ach, wir müssen jetzt auch noch reparieren. Oh, Natrium können wir schon mal reinhauen. Ernsthaft? Was braucht man jetzt noch? Das gute Kupfer. Haben wir so eine Zentrifuge eigentlich? Ne, haben wir nicht. Haben wir genug Sauerstoff dafür? Haben wir wohl genug. So. Aber Kupfer haben wir jetzt nicht bei, ne? Ich weiß nicht, haben wir Kupfer bei gehabt? Ich glaube nicht, wa? Jetzt krieg ich eine E-Mail, toll. Ah, 6. Okay, wir müssen erstmal Kupfer suchen, habe ich das Gefühl. Haben wir hier Kupfer in der Nähe? Zufällig. Schädliche Maschine, die brauchen wir nicht. Uran ist ja auch nicht schlecht. Uran, super. Noch mehr Uran, ja gut. Wir können ein Atomkraftwerk anmachen, aber... Natrium... Wissenstein ist auch schön. Super. Das habe ich mir hier nicht erforscht. Ich... kurz erforschen. Aber wenn wir schon dabei sind und was finden, kann man das ja mal schnell erforschen. Dann ist auch noch ein Vogel, den wir nicht kennen, aber gut. So, sonst kennen wir alles hier in der Nähe? Nein. Ah, jetzt dürfen wir erstmal Kupfer suchen, ey. Eieieiei. Na gut. Weiß jetzt gar nicht, ob es auf dem Planeten Kupfer gibt. Gehen wir nochmal ab und gucken mal, wa? Oder warte mal, wir nehmen erstmal hier diesen komischen Sauerstoff da mit. Wir sollten vielleicht... wir haben keine Munition. Warum haben wir keine Munition? Muss ich mir da Gedanken machen? So, wir müssen auch aufpassen, hier ist sehr radioaktiv alles, wa? Unser Anzug verliert ganz schön an Energie. Ach, ich bin es gewöhnt, mit meinen anderen jetzt so durchzufeuern, weil ich habe so den Mining-Apparat hier schon viel besser als jetzt hier. Ah, so, schnell mal zurück. Strahlungsschutz wird knapp. Gut, das wird uns ja hier angezeigt. Dann werden wir mal kurz hier weiterfliegen und gucken, dass wir ein bisschen Kupfer finden, wa? Also ich habe bisher noch keinen Planeten gefunden, wo es noch keinen Kupfer gab. Also wir werden bestimmt hier irgendwo Kupfer finden. Hoffe ich. Wow. Ja. Landen wir mal hier, wa, und gucken mal. Da, oh, da haben wir noch was anderes. Dann fliegen wir erstmal dahin und dann gucken wir. Können wir gleich hier noch ein bisschen spionieren. Brauchen wir auch wieder Sauerstoff, ne? Für unseren Anzug. Natürlich brauchst du auch diese groben Zeug. Na gut. So, gibt's hier was Schönes? Sprache können wir lernen, okay. Haben wir das Wort und gelernt. Ist ja auch schon mal was, ne?
Ich möchte das und das. Ist wichtig, dass man uns sagen kann. Ups. Ein paar Units abholen. Oh, das hat sich aber gelohnt. Das hat sich richtig gelohnt. Wie viel Geld haben wir denn überhaupt schon? Fast 2 Millionen und ein paar Nanithaufen haben wir auch. Okay. Können wir uns auf... Uah! Werden wir hier gleich angegriffen. Oh. Noch irgendein Tier, was von mir will hier? Nee. So, dann können wir schnell mal essen. Dann sparen wir uns ein bisschen Sauerstoff. Ich glaube, die kann man später auch noch bearbeiten, wenn wir dieses Nahrungsaufbereitungsteil haben. Aber es geht ja. Wir sind auf jeden Fall wieder fitter als vorher. Was fiebt denn hier so? Okay. Kommen wir hier in die Industrie rein oder ist sie verboten für uns? Hm, sieht grün aus, also dürfen wir rein bestimmt. Wir dürfen rein. Gibt es hier denn was Schönes? Überhaupt nicht, wa? Ach, guck mal hier, ein Kaufmann. Was hat er denn zu erzählen, der Kleine? Ich finde die voll süß. Die Luft um die Lebensform im Schnabel riecht verdorben. Oh, Mundgeruch. Was? Der Greg dringt durch meinen Exo-Anzug und bringt mich zum Würgen? Der Gestank. Ach du Kacke. Lesen muss man können. Als das der Händler bemerkt, pickt er auf ein Element, das er bei sich hat. Er bricht die Substanz in Stücke und schluckt sie ohne zu kauen runter. Freund! Greg-Händler! Ein paar Worte kennen wir schon, ne? Gut, dass wir das und können, ne? Ja, okay. Kohlenstoff ist bestimmt gut. Metall. Was ist das? Mit einem Katalysator bedanken. Mal sehen. Okay, hat aber geholfen. Mundgeruch weg. Aber war wahrscheinlich die falsche Antwort, wa? Wollte ein bisschen was geben, was jutet. Wollte aber nicht haben. Wie es scheint, bleibt ein automatischer Notruf vor langer Zeit unbeantwortet. Wenn ich die Verschlüsselungsmuster knacken kann, könnte ich vielleicht die Koordinaten extrahieren. 1, 2, 6, 24. Ach du Scheiße. 2, 3, 4, 5. 6 mal 120. Habe ich zufällig einen Rechner hier? Sind das 720? Da habe ich gesagt, mal 6, wa? 720, mal sehen. Gut gerechnet. Notrufkoordinaten lokalisiert. Kopfrechnen geht noch. Da ist Kupfer. Da, da. Ich zeige mit dem Finger auf. Da. Bin mir ganz sicher, da ist Kupfer. Okay. Was, der war draußen? Das ist das erste Mal, dass ich sehe, dass die durch die Tür kommen. Okay. Cool. So, davon nehmen wir noch ein bisschen was mit, damit wir unser Raumschiff betanken können und uns vielleicht auch hier diese Lebensteile bauen können. Strahlungsschutz nimmt ab. Der Strahlungsschutz nimmt ab. Aber das ist ja egal, wir laufen ja nicht weit. Ach, wenn das Ding nicht immer überheizen würde hier. So. Wo. Oh. Nehmen wir hier auch noch ein bisschen was mit. Was man erstmal hat, hat man, ne? Man kann nie zu viel haben. Nur leider ist ja der Platz hier sehr begrenzt. Ist so ein bisschen der Nachteil an dem Spiel. Ich hätte gerne viel, viel mehr Platz. Ich würde die ganzen Planeten abfarmen. Von A bis Z, alles. Es würde kein Strauch mehr stehen. So, gleich ins Raumschiff, wa?
Gut, Lebensenergie können wir auch auftanken. Ich muss mal sehen, wie ich die Karten hier bekomme. Da brauchen wir den Atlas-Pass. Irgendwie müssen wir uns den besorgen. Wir haben so viele Kisten, die wir bisher nicht aufmachen konnten. Ja, ja, alle weg, alle weg, alle weg, alle weg. Ja. Ja, ja, wir gehen ja schon ins Raumschiff. Ist sehr gut. So, Strahlungsschutz kann wieder zunehmen. So, 32 haben wir da und hier haben wir 91. Dann können wir das gleich mal ins Raumschiff transferieren. Und können wir hiervon was bauen? Was braucht ihr denn dafür? Stahlplatten, oder? Wo ist denn das da? Eisenplatten. Wie viel Eisen haben wir noch? Ja, auch nicht mehr viel. Können wir auf jeden Fall zwei bauen. Also wir brauchen wieder ein bisschen Eisen. So, dann haben wir Ditte. Und wie konnte ich denn hier meine Lebensenergie bauen? Kohlenstoff. Kohlenstoff haben wir ein bisschen. Und ein paar Bälle müssten wir ja auch hinkriegen, wa? Haben wir jetzt genug von diesen Stoffen gesammelt. So, vier. Ist ja schon mal was, wa? So, dann können wir die Lebensenergie ganz einfach auftanken und müssen nicht immer Sauerstoff dafür nehmen. Ist ganz gut. So, wir brauchen Kupfer, ne? Ich wollte mal gucken, ob wir hier Kupfer sehen. Ah, da ist schon wieder so ein Wissensstein. Uran, Uran. Da haben wir Kupfer. Und noch mehr Kupfer. Okay, das sieht doch gut aus. Aber da war was wir nicht kannten. Da. Kurz mal scannen, die Zeit nehmen wir uns, wa? Haben ja Zeit. In dem Spiel ist ja wirklich, dass man sich Zeit nehmen kann, ne? So, haben wir noch irgendwas, was wir nicht kennen? Zum Beispiel diese Pflanze. Kam mir auch sehr unbekannt vor. Noch irgendwas? Dich kennen wir nicht. Man, hier kennen wir ja nicht. No. Hier haben wir aber einen Punkt gefunden, wo wir wirklich nichts kennen. Aber wir müssen es ja alles scannen, damit wir Wissen haben, ne? Damit wir die Ressourcen optimal ausbeuten können. So. Was bist du? Siehst auch schon wieder sehr gefährlich aus. Bleib mir bloß weg. Köder? Was wartet da? Auch weg. Kriegen wir die Vögel auch? Ja, kriegen wir auch. Sind wahrscheinlich keine Vögel. So. Ich hab mal voll Bock, den anzugreifen. Ob das gut ist? Ohne Munition? Ob das schon gut ist? Ich weiß es nicht. Vor allem nicht, wenn er so nah ist an meinem Raumschiff, wa? Hm, das ist bestimmt keine gute Idee. Vor allem wäre besser natürlich eine Waffe. Oh, spannende Musik, spannende Musik. So, jetzt müssen wir auch Munition haben, wa? Wo wir die wahrscheinlich schneller gebaut bekommen hätten, als uns jetzt hier mit so einem Viech anzulegen. So, und wir müssen unbedingt leider ins Raumschiff und tschüss. Kein Sprit wäre jetzt schön gewesen. So, wo ist denn unser Kupfer vorkommen? Da. Müssen wir nur auf, warten, kurz bis die Wächter die Suche aufgeben, ne? Können wir mal ganz in Ruhe dahin fliegen. 8 Sekunden haben wir noch, 6. Wenn wir jetzt landen, dann kommen die uns nämlich nach. Und das ist nicht so gut. So, jetzt können wir landen. Und uns erstmal Kupfer voll hauen. So. Und die Wächter haben uns wieder lieb. Alle gut. Die haben uns wieder richtig, richtig lieb. Die wissen wieder von gar nichts. Muss mal sehen, dass ich die Grafik wieder ein bisschen höher gestellt kriege. Ob ich da so ein bisschen was ändern kann. Weil das stört mich, wenn das hier so zerkrisselt irgendwie. Zumal das Spiel sowieso so eine schöne Grafik hat, stellenweise.
Planeten sind so schön, ey. Möchte ich eigentlich mit voller Grafik sehen, aber während ich aufnehme, geht es nicht. Oder ich muss irgendwas ändern, ich weiß noch nicht. Muss ich mir mal angucken, was wir da machen können. Dass wir das Gekrissel hier irgendwann mal wegbekommen. Naja, aber es geht noch. Man sieht ja, dass man Kupfer abbaut. Könnte schlimmer sein, ne? Strahlungsschutz nimmt ab, gut, aber reicht noch. Der ist alle, warum? Müssen wir mal wieder auftanken, wa? So, letzte Kupfer rauskratzen aus dem Loch hier. Mir ist so aufgefallen, Kupfer scheint so das Wertvollste hier in dem Spiel zu sein. So. Kurz mal Strahlungsschutz aufladen. Dich kenne ich doch nicht, oder? Nee, wusste ich doch. Du siehst aus wie ein Vogel. Oh, du bist süß. Kann aber nicht fliegen, sonst wäre er weggeflogen. So. Kupfer haben wir. Wie viel haben wir denn überhaupt da rausgekratzt? Ah, ist schon ein ganzer Batzen. Aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr Kupfer rausnehmen. Und da hinten ist, glaube ich, noch mehr Kupfer, ne? Das waren die beiden Dinger, die wir gesehen haben vom Weiten. Nee, da. Nee, da waren wir gerade, oder? Da haben wir gerade Kupfer rausgekratzt, oder? Ja. Ist auch doof, dass er das immer noch anzeigt, wenn es im Grunde schon leer ist. So, da können wir hin. Und was ist das da? Unbekanntes Gebäude. Da können wir danach mal hinfliegen. Und dann werden wir uns um unser Signal kümmern. Ich denke mal, so machen wir es. Wenn wir Treibstoff haben. Wir haben hier auch viel Uran. Vielleicht sollten wir Uran doch mal mitnehmen für die Schubdüsen. Wäre vielleicht nicht verkehrt, wa? So. Einmal landen, bitte. So, dann holen wir uns den restlichen Kupfer hier raus und dann müssten wir auf jeden Fall genug haben. Sollten wir keine Probleme mehr haben. Um das Notfallsignal zu hören. Was ist denn das für ein Stein, der da steht? So, weg mit dir. So, mehr Kupfer ist hier nicht, wa? Oh, da irgendwo ist noch Kupfer. Sagt er. Wo denn? Okay, davon träumt er hier, wa? Dass da noch Kupfer ist? Ich find's auf jeden Fall nicht. So, dann war hier irgendwo ein unbekanntes Gebäude. Da fliegen wir nochmal hin, schnell. So als kleiner Abstecher. Weil es gerade um die Ecke ist. Was haben wir denn hier schön mit? Ein super unbekanntes Gebäude. Ohne Gebäude. Hm? Irgendwie sind die Geräusche hier komisch auf dem Planeten. Gibt's gar nichts? Nichts? Nada? Nothing? Okay, ich bin begeistert. Haben wir die Tiere? Kennen wir alle? Okay. Dann speichern wir einfach mal ab. Dünn. Hatten wir hier eine super Waffe, die wir mal nachladen können. Dann legen wir uns halt mit den nächsten Wächter an. Nicht schießen. Ich bin friedlich. Nein. Ups. Schlecht, wenn Munition alles. Kannst du mal wechseln? Danke. Spannende Musik. Ups. Voll daneben. Gib mal die Munition noch her. Danke. Tschüss. Hab's eilig. Muss weg.
Nein, kein Treibstoff. Wir haben gerade getankt, Mann. Wir haben doch gerade getankt. So, da müssen wir lang. So, die Wächter können jetzt ganz in Ruhe suchen. Soll uns ja nicht stören, wa? Oh, wir sind schon da. Nicht so geil. Wir müssen noch kurz warten. Und sehen in der Zwischenzeit, wie der Planet aufgeht. Ach, ist schön, ne? Wenn alle Ringplanet aufgeht. Hm, herrlich. Ist die schönste Zeit. So, können landen gehen. Oh, man sollte vielleicht nicht allzu schnell landen, wa? Ah, das kann passieren. Leichter Lackschaden. Am Raumschiff nicht so schlimm. So, nach der wundervollen Landung würde ich sagen, machen wir mal die Folge zu Ende. Und ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge mit dabei. Dann werden wir mal sehen, was in den Notfallsignalen passiert, was uns da mitgeteilt wird. Und wir müssen ja noch das Kopf umwandeln, ne? Na gut, dann erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.